Den habe ich mir drucken lassen von meinem Kumpel Jens. Das ist 3D-Druck, damit ich eine Vorlage habe, ne, die Maße ungefähr. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe in den letzten Wochen ziemlich viele Aufträge fertig gemacht und habe jetzt tatsächlich ein bisschen Zeit gewonnen, um ein Projekt anzugehen, das ich schon seit mehreren Monaten auf dem Tisch liegen habe. Und zwar ist das der Bau eines Dune Chris Knife. Ja, das ist das Messer aus dem Film Dune, der Wüstenplanet, von dem der erste Teil so vor einem Jahr ins Kino gekommen ist. Und ich habe ja als Jugendlicher auch die Bücher von Frank Herbert gelesen, der Wüstenplanet, und ja, ich finde die immer noch super genial, die Bücher. Da gab es dann, weiß ich nicht, vor 30 Jahren mal so eine Verfilmung, ne? Da spielt auch Jürgen Prochnow mit und sogar Sting, ne, spielt da mit. Ja, ist bei den Zuschauern schlecht angekommen, bei den Kritikern auch. Ich finde den Film aber immer noch toll und habe den auch schon, weiß nicht, 10 Mal gesehen. Die Neuverfilmung finde ich super genial. Also das war, ja, weiß ich nicht, vor einem Jahr oder so war ich im Kino und das hat mich so umgehauen, dieser Film. Der beeindruckt mich immer noch nachhaltig. Da kommt auch dieses Messer drin vor, das ist das Messer oder der Dolch der Fremen-Krieger. Und ja, das ist in dem Film eigentlich aus einem Zahn eines Wüstenwurms gemacht. Ich werde das Ding natürlich aus Stahl bauen. Ein Teil vom Griff aus Holz. Ja, und der Plan war ja gewesen, weil das so ein Integral da vorne dran hat, was ziemlich dick ist, wollte ich das erst schmieden. Aber ich habe jetzt keine Möglichkeit, das zu schmieden, sodass ich mir jetzt Vollmaterial bestellt habe in der Stärke 25 mm. Und ich will das daraus aussägen, ausschneiden, ausfräsen. Da muss ich mal gucken, wie ich damit klarkomme. Ich denke mal, ich muss das draußen mit einem Winkelschleifer machen, weil alle anderen Werkzeuge da sich wohl die Zähne dran ausbeißen würden. Ich freue mich riesig auf das Projekt, weil dann kann ich auch mal wieder ein paar YouTube-Videos machen und ja, es sind auch ein paar Herausforderungen, die sich mir hier stellen bei dem Messer. Ich möchte es möglichst originalgetreu in den Maßen herstellen. Und verkaufen werde ich es nicht. Hat einen einfachen Grund. Man darf Filmmesser nachbauen. Das ist legal, aber man darf sie nicht verkaufen. Das Rambo-Messer zum Beispiel, das darf man sich nachbauen, aber man darf es jetzt nicht verkaufen. Ich habe auch bei Warner Brothers nachgefragt, ob ich Filmmaterial zur Verfügung gestellt bekommen könnte, damit ich euch das, die Szenen mal zeigen kann aus dem Film, wo das Messer drin vorkommt. Aber da habe ich keine Antwort drauf bekommen. Da habe ich dann einfach mal gefragt hier, es gibt ja so Kanäle, die die Filme besprechen und kritisieren und die zeigen dann auch immer wirklich hochauflösende Ausschnitte. Und da hat tatsächlich, ich habe den angeschrieben, diesen YouTube-Kanal, und die haben mir dann gesagt, ja, das, da muss man dann einfach so einen Pressezugang beantragen, und wenn man den dann bekommen hat, dann kann man sich da alles, man sich die Filmszenen da in HD runterladen. Ja, ich habe dann das auch gemacht, habe mich beworben auf der Seite von Warner Brothers, auf der Presseseite, habe eine Seite Text geschrieben, dass ich das in meinem Video zeigen möchte und dass ich auch das alles positiv darstellen will. Und dann kam ein Einzeiler zurück, nee, das wurde abgelehnt, paff. Naja gut, ich riskiere es jetzt trotzdem. Ich werde einfach mir so ein paar Szenen besorgen und die in diesem Video hier einblenden. Und falls ich da abgemahnt werde von Warner Brothers, dann verschwindet dieses Video und ich werde es nochmal hochladen ohne die Szenen. Ich bin gespannt, ob das klappt.
Ich kann mich daran erinnern, ich habe mal auf einem anderen Kanal ein Klettervideo gemacht in der Boulderhalle. Und da lief dann im Hintergrund so ein Radio. Und da liefen irgendwie, glaube ich, Heroes del Silencio, ne, so eine spanische Rockband. Und dann hatte ich das Video hochgeladen und da kam dann vom YouTube-Algorithmus gleich die Warnung: Achtung, Urheberrechtsverletzung, das Video kann nicht monetarisiert werden und so weiter und so fort. Da muss man echt aufpassen, dass man da nicht abgemahnt wird. Ja, also das ist so, mir wurde auch schon mal ein Video oder von mir wurde auch schon mal ein Video kopiert, das hat dann irgendeiner hochgeladen und so getan, als wenn es von ihm wäre. Und dann kriege ich sofort eine Nachricht: Achtung, da hat jemand dein Videomaterial benutzt und auf seinem Kanal hochgeladen. Ne? Man kriegt sogar gesagt, welcher Kanal das ist, welches Video das ist, das kann man sich dann angucken. Der hat sich auch richtig Mühe gegeben, hat noch so einen Rahmen drum gemacht, dass es nicht ganz so leicht zu erkennen ist, aber er hat halt die Tonspur drin gelassen und dann erkennt der YouTube-Algorithmus das sofort. Langer Rede, kurzer Sinn. Ich bin gespannt, ob das jetzt hier überhaupt hochgeladen werden kann, wenn ich die Originalszenen aus dem Film da euch zeige. Ja, ich werde auf alle Fälle einen Mehrteiler machen. Ne? Im nächsten Teil geht's los mit der Planung. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.